Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, die letzte Staffel, Episode 1. Gehen wir zurück zum Bahnhof. Denn irgendeiner hat uns beklaut und oh. Je. Yeah. Darf ich anmerken? Da sind die Vorräte. Aber auch viel mehr Beißer als das letzte Mal. Schlechte Idee. Wir werden sterben. Wir können entweder hier sterben oder verhungern. Such's dir aus. Clem, du solltest die Lage auskundschaften. Du kennst dich hier besser aus. Ich schau mich mal um. Kann nicht vorsichtig genug sein. Wir sind gerade so rausgekommen. War knapp. Klingt fies. Nicht ohne Grund. Ich könnte da hochklettern, aber ich weiß nicht, wie uns das reinbringen soll. Hier draußen sind einfach zu viele. Hoffentlich sind sie nicht reingekommen. Ich habe schon mal Beißer mit der Glocke angelockt. Könnte nochmal klappen. Ja, sie folgen gerne Geräuschen. Du siehst aus, als hättest du eine Idee. Wenn einer von uns dort hochklettert, kann er genug Krach mit der Glocke machen, um die Beißer anzulocken. Dann kann der Rest in den Bahnhof schleichen. Louis, ich bin für Louis. Moment mal. Ich möchte einen Gegenvorschlag machen. Ach komm, Lou. Du bist laut, dramatisch, ein bisschen nervig. Du bist quasi eine wandelnde Ablenkung. Schwing dich da hoch. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Entschlossen. Das gefällt mir. Lass es einfach, okay? Ich komm mit und geb dir Deckung. Von mir aus, ich mach's. Aber wenn ich sterbe, wird Beißer Louis euch beide zuerst fressen. Ich lenke sie ab, bis ich sehe, dass ihr in Deckung seid. Dann versuche ich, die Stinkerpatrouille umzulenken, damit ihr schnell ins Gebäude rennen könnt. Wenn wir in Position sind, gebe ich dir das Signal. Dann kannst du anfangen. Viel Glück! Yeah.
der Tür Wache. Okay, AJ und ich schleichen rein, schnappen das Essen und hauen ab. Klingt gut, aber macht schnell. Ich wusste es. Ach, ist das nicht gut, dass wir die getötet haben? Sonst hätten die jetzt wahrscheinlich Aufmerksamkeit erregt. Ja, die sind perfekt. Clem, guck mal. Mach sie an. Geht sie noch? Dabei brauche ich deine Hilfe, Kleiner. Hast du noch deine Waffe? Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Wenn es geht, könnten wir uns ein bisschen beeilen. Super, AJ. Ist da noch mehr? Nur weiter so. Wieso habe ich ein komisches Gefühl? Aufstehen. Langsam. Schrei nicht. Versuch bloß nichts. Ich tu dir nichts. Die Zigarette. Wenn ich nicht muss. Was willst du? Ich will nur Vorräte. Genau wie du. Wie ist der an Vi vorbeigekommen? Deine Freunde und du haben da draußen ganz schön Krach gemacht. War nicht zu überhören. Lebst du in der Nähe? Du kanntest diesen Ort schon vorher und hattest geplant, hier reinzukommen. Du wusstest also vermutlich auch von den Vorräten. Bin nur auf der Durchreise. Wollte sehen, was sich hier plündern lässt. Und du hattest verdammtes Glück. Du siehst ein bisschen zu jung aus, um allein zu sein. Hast du eine Gruppe? Ich zähle dich plus die zwei da draußen. Vielleicht noch mehr? Erzähl mir erst von deiner Gruppe. Früher waren wir nicht alle so verdammt misstrauisch. Bin allein, ich und meine hässliche Visage. Einsam, hässlich und hungrig. Jetzt werde ich die Tasche ganz langsam füllen. Dafür haben wir hart gearbeitet. Hallo auch, Knirps. Hast wohl Verstecken gespielt, wie? Das ist jetzt unhöflich. Du klaust uns nichts. Ich klaue nichts. Das gehört euch nicht. Ich kann dich tot machen. Ach, Kleiner, ich bin schneller als du. Hör mal zu, Knirps. Jetzt steck mal fix die Waffe weg und lass mich hier weitermachen. Verstanden? Ich nehme nur ein kleines bisschen und dann gehe ich. Als ob ich nie da gewesen wäre. AJ, runter! Oh, Scheiße! Scheiße! Du Miststück! Nimm meine Tasche und mach sie voll. Ja, was hätte ich denn sonst tun sollen, ne?
schießen wäre scheiße gewesen. Ja, ob er jetzt geschossen hätte, das hätte ja die Viecher nur noch angelockt. Also nee, dann hätten wir wahrscheinlich die Taschen nicht mehr füllen können. Also, einfach so. Tja, was soll ich machen? Ist halt so. Du hörst mir nicht zu. Marlon, hör zu. Ich sag's dir, hier waren Plünderer. Keine Panik. Wir kümmern uns drum. Hat ja etwas gedauert. Gut Ding will Weile haben. Asim! Mitch! Schaut mal her! Essen! Das ist echt eine Menge zu essen. Aufmerksam wie immer, Mitch. Ich kann's kaum glauben. Seht mal. Du hast uns gerettet, Clem. Also wirklich, im Ernst. Louis und Violet haben geholfen. Aber sie haben nie so viel mitgebracht. Du auch nicht. Wo habt ihr das alles gefunden? Im alten Bahnhof. Clem wusste, wo es war. Im Bahnhof? Der liegt außerhalb der Sicherheitszone. Wir hätten noch mehr. Aber da war dieser Typ, der unsere Fischfallen geschrottet hat. Typ? Was für ein Typ? Clem meint, er hat diese ätzenden Bibelzigaretten geraucht. Seine Augen hatten unterschiedliche Farben. Ist euch gefolgt? Nee, ich habe ihn in einen Pulk Beißer gestoßen. Die haben ihn erwischt. Das war so cool. Naja, keine Ahnung, ob er es rausgeschafft hat. Aber wenn ja, wird er es nicht lange machen. Du hast ihn angegriffen? Spinnst du? Wenn er überlebt hat, wird er sich garantiert rächen wollen. Geht's dir noch ganz gut? Das ist so krank. Wie kann man nur so dumm sein? Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte er uns erschossen. Es war richtig so. Schwachsinn! Und wenn da noch mehr sind? Du hast keine Ahnung, wozu die Leute da draußen fähig sind. Oh, doch. Ich kann nicht. Ich darf nicht. Wieder. Verdammt! Was zur Hölle ist hier los? Sie hat sie aus der Sicherheitszone geführt. Sie haben jemanden gesehen. Du weißt, was das heißt. Es reicht! Das bedeutet nur, dass da draußen ein hungriger Typ ist, der nach Essen sucht. Nichts Neues. Du übertreibst etwas. Das ist nicht dein Ernst. Komm schon, lass uns irgendwo hingehen und darüber reden. Wow. Wenn irgendwas passiert, mache ich dich verantwortlich. Was geht? Clem. Du solltest helfen. Hab ich. Und das hast du. Das hast du. Aber... Scheiße. Gott. Nichts ist einfach. Es war riskant, aber es war es wert. Wie gesagt, wir dürfen nicht noch mehr verlieren. Ja. Ja, das habe ich gesagt. Tja, immerhin gibt's heute was zu essen. Und die nächsten Tage. Ich rede mit Brody. Danke für die Beute, Clem. Ihr solltet sie genießen. Habt ihr euch verdient. Ach, schön lecker Reis mit Fisch und Bohnen. Ach nee, Fisch ist aus. Mit Hase. Man sollte definitiv heute erst den Hasen essen, weil... Keine Sorge, Clem. Frisches. Seit wir Sophie und Minnie verloren haben, hat Brody vor allem Schiss, was außerhalb der Sicherheitszone passiert. Sie kriegt sich schon wieder ein. Trotzdem sollte das nicht nochmal passieren. Wir können mal sehen, ob Rosie morgen früh eine Witterung aufnimmt. Nur zur Sicherheit. Ich gehe abspülen. Ich gehe mit. Bis später. Ich krieg voll Hunger, ey. Macht euch keine Sorgen. Sie sind nur traurig. Traurig? Wieso? Vor einem Jahr sind meine Schwestern gestorben. Deswegen sind sie traurig. Und du nicht? Nein. Sterben ist nicht schlimm. Es ist zwar traurig, aber nicht schlimm. Ein Beißer zu werden ist schlimmer als tot zu sein. Woher willst du das wissen? Vielleicht ist es ja ganz nett. Glaub ich nicht. Na, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber man kann sie ja nicht fragen.
Ich stelle mir vor, dass sie nicht tot sind. Ich stelle mir vor, wo sie jetzt sein könnten. Sophie hat immer tolle Sachen gemacht. Sie würde uns allen ein Haus bauen und es sogar anmalen. Und Minnie würde uns irgendeins von ihren Liedern vorspielen. Ich glaube, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich weiß, dass danach jemand auf mich wartet. An irgendeinem schönen Ort. Sieht nach einem netten Ort aus. Ja, finde ich auch. Und viel besser als eine muffige alte Schule. Wer sind die da? Die Beißer, die sie erwischt haben. Die sollen auch da sein? Die waren nicht immer Beißer. An diesem Ort dort dürfen alle wieder Menschen sein. Manchmal male ich die Beißer so, wie sie wahrscheinlich ausgesehen haben. Und manchmal, was sie aus Minnie und Sophie gemacht haben. Aber manchmal male ich auch das hier. Darf ich da sein? Klar. Willst du auch da sein? Ich mal dich schön, versprochen. Du musst nur stillhalten. Ach ja, klar. Oh, fast vergessen. Hier, bitteschön. Es ist deins. Unseres. Es wird spät. Ja, ihr solltet lieber schlafen gehen. Kommst du nicht mit? Noch nicht. Ich will das erst fertig machen. Gute Nacht. Dann bis morgen. Also diese Brody geht mir definitiv auf den Sack. Also mit der, weiß ich nicht, mit der könnte ich nicht. Man muss ja weitermachen, man muss ja weiter voranschreiten. Das ist ja klar, dass irgendwann mal alles leer ist. Und wenn du ständig an einem Platz jagen gehst, ist doch klar, dass da nichts mehr nachkommt. Die sollten den Garten fertig machen. Aus dem Weg. Oh Gott. Ich muss langsam echt aufpassen. Zeit fürs Bett, mein Kleiner. Kann ich aufbleiben? Nein. Noch 2 Minuten. Mm-mm. Leg dich hin, dann sehen wir weiter. Oh. Du bist ins Bett gegangen, von allein. Hier gefällt's mir. Wir sind jagen gegangen. Und man konnte so viele Kaninchen jagen. Wusch, peng. Es ist schön hier, kein Rumfahren oder Weglaufen. Aber die Farm war auch schön, vor dem Blut. Das hier ist nicht die Farm. Gefällt es dir? Mir gefällt es, jetzt, wo ich mich daran gewöhnt habe. Fürs Erste ist es gut, aber Orte ändern sich, wie Menschen. Vielleicht bleibt es nicht so. Keine Sorge, wir gehen nicht weg. So, du durftest noch 2 Minuten aufbleiben. Jetzt wird geschlafen. Ich leg mich hin, wenn du das Licht ausmachst. Na gut, einen Moment noch. Ich muss noch irgendwas erledigen. Zimmer gestalten kannst. Erstmal die Zeichnung. Eine gute Zeichnung. Er ist ein echter Künstler. Deine Zeichnung ist auch gut. Weiß ich doch. Genau, schön die Zeichnung da dran. Die kann man noch mal betrachten. Echt süß. So, dann einmal noch mal Rucksack checken. Ich nehme sie immer überall hin mit. Man weiß ja nie, wann man Vorräte findet. Ich fühle mich leichter. So, noch irgendwas? Ich bin nicht müde. Oh, du lügst. Fallen die Augen schon zu? Ha. Könnte ich denn jetzt noch irgendwas machen?
Nö, ich könnte ja auch nicht rausgehen. Also von daher können wir auch schlafen. Gute Nacht. Träum schön. Nicht von Beißern. Und was, wenn doch? Ich träume nie von Beißern. Komm schon, spiel mit. Einmal. Peng. Gut. Und danke. Oh, ist das ekelhaft. Was ist das? Psst. Was zur Hölle? Da sind Stimmen in den Rohren. Ich glaube, jemand braucht Hilfe. Wer? Wir? Nein, 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 jetzt nicht. Aber wir sollten helfen. Wenn es ein Monster ist, töten wir es. Das dürfte kein Monster sein. Hast du deine Waffe? Aha. Bin gleich wieder da. Pass auf dich auf. Eine schlaflose Nacht. Ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Nein, es wird wieder leiser. Oh. Nur noch etwas weiter. Keller. Das ist beidseitig schließbar. Nicht zu knacken. Ich muss einen anderen Weg in den Keller finden. Eine Kellertür draußen auf dem Hof. Oh Gott sei Dank, ey, das ist so ekelhaft im Ohr gewesen. Oh, und so irre laut. Laut der Karte sollte man hier auch in den Keller gelangen. Ach, gucke mal. Okay, das sind definitiv Marlon und Brody. Ich wüsste nicht, mit was ich das sonst machen soll. Och, Hundi ist da. Also Rosie. Thank you.
Nein, falsch. Ja, ich wollte nur mal gucken, ey. Falsche Richtung. Als wenn man das nicht hört. Boah, das ist so irre laut gerade, ne? Das sind definitiv Marlon und Brody. Irgendwas läuft da. Verdammt, Brody. Wir sind uns nicht mehr absichtbar. Sie meinte auch, er wurde gebissen. Deshalb wird er uns in Ruhe lassen. Es ist doch nicht nur er. Diese Bastarde sind zurück. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Das ist gar nichts. Und du auch nicht. Mann, Brody, reiß dich zusammen. Du wirst schon wieder wütend. Was ist los, Hühne? Du machst mich wütend. Wer ist da? Zeig dich! Clem! Was macht ihr hier unten? Im Dunkeln? Brody und ich reden nur. Geh schlafen. Du solltest dich ausruhen. Es war ein langer Tag. Klang nicht gerade nach einem ruhigen Gespräch. Worüber streitet ihr euch? Das geht dich nichts an. Geh wieder zum Schlafsaal. Der Mann am Bahnhof! Das ist dein alter Brody! Hör nicht auf sie, Clem. Sie ist verrückt. So ist sie halt manchmal. Ignorier es einfach. Hab keine Angst, Brody. Sag, was du zu sagen hast. Was für ein alter Bekannter. Marlon hat ihm und seinen Leuten die Zwillinge überlassen. Brody! Tens Schwester? Ich dachte, sie wurden von Beißern getötet. So haben wir es den anderen erzählt. Klappe! Weil Marlon sich so geschämt hat, was passiert ist. Klappe! Oh mein Gott! Was hast du nur getan? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Alles wird gut. Ich verspreche es. Verdammt, hilf mir doch! Warum hast du das getan, Brody? Du solltest es doch nicht verraten! Wie? Was soll ich tun? Bleib bei ihr! Hier unten ist irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten, oder? Erste-Hilfe-Kasten? Oh mein Gott! Brody, ich bin's, Clem. Halt, halt einfach still. Wer? Ich sehe nichts. Clementine, erinnerst du dich? Clem, du bist in Gefahr. Du und auch AJ. In Gefahr? Marlon bringt mich um, wenn ich rede. Er hat Angst. Und wenn er Angst hat, wird er wütend. Ich kümmere mich um Marlon. Ich verspreche es dir. Ja, das wirst du. Du bist stark. Im Gegensatz zu ihm. Falls die Plünderer zurückkommen... Marlon meinte, er überlässt euch ihnen. Was? Damit sie weggehen. Wie er es mit Tens Schwestern getan hat. Brody. Zum Teufel soll ich tun? Sie wird ein Monster. Warte! Nein! Du Wahnsinniger, tu das nicht! Tut mir leid! Ich kann nicht zulassen, dass du mit den anderen redest! Eine Lücke. Wenn ich etwas sehr
Stück Donuts finde, könnte ich es hineinschieben und den Riegel anheben. In der Dunkelheit finde ich nichts. Okay, meine Lieben, ich muss Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.